Willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mal wieder in Berlin unterwegs, aber nicht alleine, sondern Lotti ist auch mit dabei. Yeah, genau, Jonas hat mich von der Berufsschule gerade abgeholt und ja, Jonas ist auch mit Polster gekommen und die beiden Autos stehen auf einem Ladeplatz. Wie cool ist das? Das ist in Berlin nämlich eher unüblich. Und genau, heute geht es mal wieder um die Zoe. Ich freue mich. Ich habe die Zoe jetzt seit ungefähr 6 Wochen und genau, wir wollten mal so ein bisschen über meine Lieblingsfeatures sprechen, auch über deine Lieblingsfeatures und genau, einfach mal so, wie meine Erfahrungen bis jetzt waren, auch Langstrecke, wie sie sich in der Stadt verhält und so und genau. Es wird auf jeden Fall spannend, aber es gibt noch ein Problem, denn ich sag mal so, sowohl die Zoe als auch mein Polster sind alles andere als sauber. Von daher würde ich sagen, wollen wir die Autos erstmal sauber machen? Ja, das klingt sehr gut, genau. Wir suchen jetzt mal die nächste Waschstraße, machen die Autos sauber und danach geht's weiter. Okay, die beiden Autos sind sauber. Im Hintergrund könnt ihr den Polster sehen und ich würde sagen, wir gucken mal, wo es ein bisschen ruhiger ist, dass genau. Wir uns die Zoe im Detail angucken können. Vielleicht nicht so ein Park irgendwo, wo es ein bisschen grüner ist. Oh, das klingt gut. Und dann quatschen wir ein bisschen über die Zoe. Das klingt perfekt. Also, los geht's. Also, wir sind jetzt beim Treptower Park angekommen und haben eigentlich einen perfekten Parkplatz gefunden. Genau, hier ist auch niemand außer uns, was auch irgendwie ganz cool ist. Sieht auch voll schön aus mit diesem Tor. Und gegenüber ist sogar ein Springbrunnen, also eigentlich ganz, ganz cool hier. Ja, ich würde sagen, lass uns mal über die Zoe sprechen. Du hast sie jetzt knapp 6 Wochen. Genau, ich habe sie ja an meinem Geburtstag bekommen. Das ist jetzt auch schon fast schon 6 Wochen her einfach. Also falls ihr das Video übrigens noch nicht gesehen habt von der Abholung und wieso wir die Zoe haben und alles, könnt ihr euch das ja noch gerne anschauen. Und genau, an der Stelle auch mal vielen Dank an Car Union. Das ist das Autohaus, das Renault Autohaus in Leipzig, die uns die Zoe jetzt für 3 Monate zur Verfügung gestellt haben. Und genau, dann lass uns mal anfangen, oder? Ja, also, was ist denn dein Highlight von außen? Also, ein Highlight ist es leider nicht, es sind ein paar mehr. Also, jetzt abgesehen von der mega schönen Folie, ist ja so ein dunkelblau, aber es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das auch sieht, aber das glitzert auch so ganz leicht. So ein bisschen metallic, ne? Ja, das sieht richtig schön aus. Was übrigens auch richtig schön ist, also neben der Folie, sind diese ganzen blauen Akzente an der Zoe. Die sind zum einen an den Scheinwerfern, an den Felgen, aber auch hier vorne, zum Beispiel. Die sind übrigens auch im Innenraum, also an den Sitzen sind auch überall so schöne blaue Nähte. Das ist die gleiche Farbe wie von dem Schlüssel, wo wir auch schon beim nächsten Punkt werden, und zwar mit Keyless Go. Das ist halt einfach praktisch. Man macht dann einfach die Tür auf und es ist aufgeschlossen. Und wenn man einfach weggeht, ich demonstriere das jetzt mal hier. Da geht das Auto zu. Okay, ich glaube, jeder weiß, was Keyless Go ist, aber ich finde es richtig cool, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen. Aber man muss ja auch dazu sagen, das Geile bei dem Keyless Go ist, dass es halt auch abschließt, wenn man vom Auto weggeht. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel bei meinem Polster oder auch bei anderen Autos, wenn man da einfach vom Fahrzeug weggeht, bleibt es offen. Das heißt, man muss das am Türgriff oder so zumachen. Ja. Aber die Zoe, man geht weg und die schließt sich automatisch ab. Also das ist richtig gut. Also man kann gar nicht vergessen, das Auto nicht abzuschließen, von daher. Genau. Und hier sieht man auch die Scheinwerfer, die sind ja irgendwie auch besonders, ne? Ja. Da ist doch irgendwas Besonderes verbaut. Ja, die machen ja auch so ähnlich, wie man das von Audi zum Beispiel kennt, den Blinker, der so zur Seite zieht. Ja, das sieht so cool aus, wenn die Zoe blinkt. Immer wenn ich andere Zoes auf der Straße sehe, freue ich mich immer voll und denke mir so, ach, meine Zoe sieht ja auch so aus und hat so coole Scheinwerfer. Also sieht echt cool aus, wenn die Zoe blinkt. Ein Punkt, den ich persönlich aber mega cool finde bei der Zoe, ist einfach mal, wie man die auflädt. Ja. Weil der Ladeport, der ist hier drin, der kann drinnen aufgemacht werden über einen Knopf. Soll ich mal aufmachen? Genau, mach einfach mal auf. Super praktisch, man drückt hier einfach nur auf so einen Knopf und dann geht es vorne auf. Ey, das ist so cool. Das sieht auch immer total cool aus, dass man die Zoe halt hier vorne lädt. Ist auch super praktisch, wenn man sich an die Ladesäule stellt. Hat nicht das Problem, wie bei anderen Autos, dass man an der Seite den Ladeport hat, sondern man hat ihn halt einfach vorne, was die Sache einfach super einfach macht. Und
Darum beneidest du mich. Ja, das muss ich zugeben, weil es sieht auch einfach noch besser aus, weil man nicht so eine blöde Ladeklappe da hat, die so aussieht wie so ein Steinzeit-Tankdeckel, sondern das sieht einfach stylisch aus. Ja. So, weil es gut versteckt und integriert ist. Ja. Was mich viele auch schon gefragt haben, also Freunde und Familie, wo ich denn mein Ladekabel immer habe, weil die dachten, dass der Kofferraum super klein ist, aber der Kofferraum ist wirklich richtig groß, also hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, weil die Zoe ist ja schon ein kleines Auto, was natürlich praktisch ist, wenn man in jede Parklücke gefühlt passt. Aber der Kofferraum ist wirklich groß, da passt das Kabel easy rein und auch ganz viele andere Sachen. Ich kann den Kofferraum ja mal aufmachen, aber bei mir passt das hin. Okay, ist ein bisschen unordentlich. Ja, aber ich meine, wie viel hier reinpasst. Guck mal, das Kabel, ne, hat man einfach hier hinten, dann lädt man sein Auto und fertig und packt das dann halt wieder hier rein. Und ich meine, guck mal bitte, wie groß der Kofferraum ist. Da passt so viel rein, also damit kann man easy in den Urlaub fahren. Auf jeden Fall. Also ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Wollen wir uns einfach jetzt mal reinsetzen? Ja. So. So. Hier sieht man übrigens auch die ganzen blauen Akzente. Hier die Naht und hier ist auch nochmal so eine schöne Linie. Das ist richtig schön. Oh Gott, nicht diesen Chaos. Hast du das Chaos da hinten gefilmt? Nicht hingucken. Generell ist der Innenraum einfach super hochwertig. Also auch die Sitze sind voll bequem, sind auch voll gut verarbeitet. Also man sitzt hier schon ganz schön gemütlich, ne? Da müssen wir mal eine Langstreckenfahrt eigentlich mitmachen. Ja, ich meine, gut, das Längste, was ich jetzt gefahren bin, ist halt nach Leipzig. Es sind ja wie viele Kilometer? Knapp 200. Knapp 200. Ja, du erzähl mal. Ich meine, die meisten Leute interessiert wahrscheinlich der Verbrauch. Ganz ehrlich, die Zoe verbraucht in der Stadt nichts. Das ist so krass. Soll ich das Beispiel erzählen von der Arbeit? Ja, auf jeden das Fall. Das ist so heftig. Also wirklich, und zwar fahre ich zur Arbeit ungefähr 8 Kilometer, eine Strecke. Also insgesamt sind es dann halt 16 Kilometer. Und sowohl in der Stadt als auch Autobahn, also Stadtautobahn. Und ich habe einfach hin und zurück 1% Akku verbraucht, Leute. Das ist so krass. Das ist so krass, man verbraucht in der Stadt wirklich nichts. Und wenn ich jetzt nicht immer nach Leipzig fahren würde, bräuchte ich im Monat vielleicht einmal laden. Also ungelogen, das ist wirklich richtig krass. Und ja, man muss halt sagen, Langstrecke ist mit der Zoe schon eher ein bisschen schwieriger. Also es ist halt wirklich eher ein City-Auto, würde ich sagen. Aber nach Leipzig zum Beispiel, jetzt für die 200 Kilometer, wenn man wirklich auch ein bisschen schneller unterwegs ist, so 130 fährt, verbraucht die Zoe schon so ihre 80% auf einer Strecke. Also am Ende würde man dann wahrscheinlich so 220, 230 Kilometer weit kommen, was aber eigentlich auch vollkommen in Ordnung ist für so ein kleines Auto. Wie oft fährt man Langstrecke? Ich muss halt sagen, da wir halt in Leipzig und Berlin wohnen und eine Fernbeziehung haben, fahre ich halt öfter auch diese Strecke. Ich pendel viel. Aber für Leute, die wirklich nur in der Stadt unterwegs sind oder mal eine Langstrecke fahren, das ist so super machbar. Also der Verbrauch der Zoe ist wirklich gut. Also ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie der Verbrauch war in Zahlen? Boah, ich glaube, der Durchschnitt jetzt gerade waren 14 Kilowattstunden. Ja. Irgendwie sowas, das ist halt krass. Also ich kann euch sagen, mein Polestar verbraucht im Durchschnitt doppelt so viel. So klar, ich fahre auch deutlich schneller mit dem auf der Autobahn und so. Aber wenn ich die Strecke, die du jetzt zur Arbeit fährst, wenn ich die fahren würde, pro Strecke, also die 8 Kilometer, wären erstmal so 4% vielleicht weg. Ja, so. Das ist halt schon krass. Ich meine, gut, die Zoe fährt halt auf der Autobahn maximal 140, 145 ungefähr, was für mich zum Beispiel völlig ausreichend ist. In der Stadt muss man ja sowieso, also kann man ja sowieso nicht so schnell fahren. aber es ist halt völlig ausreichend für mich. Also auch, natürlich, wie viel PS hat die Zoe nochmal? 135. Und das ist wirklich gut. Also ganz ehrlich, als meine Mama mitgefahren ist, die hat sich auch gefragt, so was, warum kann das Auto so krass beschleunigen? Und also, das hätte sie gar nicht erwartet von so einem vermeintlich kleinen City-Auto. Also die Zoe hat auf jeden Fall auch mehr drauf. Klar, wenn man jetzt wirklich viel Langstrecke fährt, dann ist die Zoe vielleicht nicht für jeden das Richtige. Aber ich habe auch zu Jonas gesagt, ich verstehe nicht, warum in der City nicht jeder eine Zoe fährt. Ja. Also wirklich, also ganz ehrlich, die Zoe ist für die Stadt einfach perfekt. Sorry, dass ich so viel rede. Gar kein Problem. Ich meine, zu dem Auto gibt es ja auch echt viel zu erzählen. Ja, ich mein, und das ist dein erstes Auto. Eben, ist mein erstes Auto, meine ersten Erfahrungen. Ich bin jetzt auch schon ungefähr 2000 Kilometer gefahren. Also habe jetzt auf jeden Fall auch schon ein bisschen Erfahrung mit der Zoe gesammelt im Alltag. Und wo war ich stehen geblieben? Ich wollte gerade so eine gute Überleitung machen. Ah ja, weil es so kalt geworden ist jetzt gerade im Winter, konnte ich auf jeden Fall auch schon die Lenkradheizung und die Sitzheizung und so austesten. Und das ist auch wirklich so gut. Also
Ja, also man muss halt natürlich sagen, die Zoe jetzt in der Form hat natürlich auch die beste Ausstattung aktuell, die es gibt. Und das ist wirklich totaler Luxus. Ne? Also Lenkradheizung, Sitzheizung und generell müssen wir vielleicht gleich mal hier auch zeigen. Es ist auch einfach super cool gemacht. Ich mach die so mal an. Genau, das ist hier auch super cool gemacht. Jetzt zum Beispiel, gut, die sind jetzt so 24 Grad und ich kann mir halt hier die Lüftung aufdrehen. Ich finde, es ist auch irgendwie total cool gemacht, dass hier auch diese Displays verbaut sind. Das ist echt krass. Genau, hier ist Sitzheizung, ist auch super praktisch. Hier Lenkradheizung ist hier hinten, das sieht man jetzt nicht ganz, aber Lenkradheizung ist wirklich richtig gut, wenn morgens meine Hände immer so kalt sind, wenn ich zur Arbeit fahre und dann, ja, es ist mit Lenkradheizung schon cool. Also das ist schon, also macht du Spaß. Fühlst dich wohl. Auf jeden Fall, also es ist wirklich super komfortabel. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, eine Langstrecke, also eine richtig Langstrecke mal damit zu fahren. Also generell könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie bestimmte Fragen zu der Zoe habt, sei das jetzt Ladethematik, wie das alles funktioniert und so, Langstreckentauglichkeit, weil dann können wir dazu auch gerne noch was machen. Ne? Auf jeden Fall ist die Ladesituation wirklich total entspannt in Berlin. Es sind auf jeden Fall auch immer genug Ladesäulen da. Das einzige Problem, also nochmal an alle Verbrenner unter euch, stellt euch nicht auf Ladesäulen. Also ich hatte das jetzt leider wirklich super oft, wenn ich irgendwie abends von der Arbeit gekommen bin, dass die Ladesäulen halt belegt waren von Verbrennern, was halt super nervig ist. Also ich weiß, die Parkplatzsituation in Berlin ist wirklich blöd und man findet echt schlecht Parkplätze, aber sich auf eine Ladesäule zu stellen, ist halt wirklich einfach doof, gerade wenn man laden muss. Also, don't do that. Übrigens ist mir gerade noch ein weiterer Punkt eingefallen, der mega geil ist, wo ich auch neidisch bin. CarPlay. Mein Polster hat es nicht und ja, du kannst es daily benutzen. Mal. Genau, damit mache ich halt auch alles. Ne? Also Navi, telefonieren, Musik hören. Richtig cool. Also auch hier das Display finde ich ist super gut gestaltet. Genau, hier sieht man, wie viel Akku man noch hat. Und was auch wirklich cool ist, ist hier der Bereich. Hier ist ja grün und da ist blau. Und da sieht man richtig, wenn man bremst oder einen Berg runterfährt, sieht man richtig, wenn man den Akku wieder auflädt, also durch die Rekuperation. Mhm, genau. Genau. Und wenn man aufs Gas drückt und so, sieht man halt, dass man, ja, Gerade Stromverbrauch, genau. Wollen wir gleich noch eine Runde cruisen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, hier ist auch chillig zum Fahren. Hier ist so eine richtig geile Allee. Ja, ist echt schön. Lass hier auf jeden Fall noch mal eine Runde fahren. Wie gesagt, wenn euch irgendwie noch irgendwelche Fragen einfallen, dann schreibt die immer rein in die Kommentare. Zum Schluss geht aber auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön raus an Car Union, das Autohaus in Leipzig, von wo wir jetzt die Zoe hier für 3 Monate ausgeliehen haben. Ich glaube, für dich ist es einfach perfekt, um mal ein paar Erfahrungen zu sammeln. Und vielleicht wird es ja sogar langfristig dann Auto. Mal gucken. Oder vielleicht testen wir noch mal ein anderes Elektroauto. Weil ich habe ja noch nicht so den Vergleich. Können wir ja mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall aktuell richtig cool, dass wir die Zoe ausgeliehen haben dürfen und dass ich sie im Alltag testen kann. Und genau, also langfristig sehe ich mich auf jeden Fall mit einem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man natürlich auch schauen, Preis-Leistung ist die Zoe, also ich glaube, es gibt aktuell kein Auto, was so günstig ist wie die Zoe im Leasen. Schaut einfach mal im Internet nach, wie viel man monatlich im Leasing für eine Zoe bezahlt. Das ist also günstiger kann man mit dem Auto echt nicht unterwegs sein. Wir können euch ja mal den Link von Car Union auch in die Infobox packen. Mhm. Vielleicht schaut ihr da mal vorbei, falls ihr euch auch für die Zoe interessiert. Also ich kann es aktuell nur empfehlen. Ja, mal sehen. Mhm. Genau, mit diesem Video soll es das gewesen sein. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. Lasst ein Abo da und schaut beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao.